Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten steuerlichen Quartalswebcast von Deloitte im Jahr 2022, Steuern und Recht im Überblick. Wir haben auch dieses Mal die schon bewährte Zusammensetzung der Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam mit mir Sie heute durch die Neuigkeiten im Steuerrecht, die sich im letzten Quartal ereignet haben, führen werden. Neben mir Ulrike Freise, Director Tax aus Hannover, Georg Trischberger, ebenfalls Director Tax, allerdings aus Mannheim, für den Bereich insbesondere des nationalen Ertragssteuerrechts heute auch wieder zuständig. Und auch hier den Herrn kennen Sie schon, Christoph Gach aus Hamburg für den Bereich Umsatzsteuer. Wir haben es in der Einladung versprochen, in unserem LinkedIn-Post auch, wenn Sie zu viel mittlerweile schon gehört haben zu Pillar 2. Wir werden es nur ganz, ganz kurz streifen, denn wir haben in der Tat ein ansonsten relativ volles Programm. Der Gesetzgeber hat uns auch einige neue Steuergesetzesentwürfe beschert, aber insbesondere Rechtsprechung und Finanzverwaltung waren in den vergangenen Monaten sehr fleißig. Wir haben also einige Themen, die wir dort behandeln wollen. Nichtsdestotrotz, auch hier, es tut mir so gesehen leid. Wir müssen uns am Anfang kurz mit Pillar 2 beschäftigen, aber auch mit ein bisschen mehr Blick in die Zukunft schon gerichtet einem Richtlinienentwurf zur Bekämpfung missbräuchlicher Nutzung von Briefkastenfirmen. Fangen wir an, damit wir es hinter uns haben, zu Säule 2. Viele von Ihnen haben ja auch unseren Webcast zu dem Thema gehört, in dem wir das Thema im Detail vorgestellt haben. Der wurde ja auch aufgezeichnet. Wir gehen deswegen an der Stelle nur kurz ein wenig auf das ein, was sich seitdem so getan hat. Es hat sich zum einen, und das ist wahrscheinlich für die meisten das Spannende, auf europäischer Ebene noch keine Einigung ergeben. Wir haben hier auf der Zeitschiene den 15.03., da war die ECOFIN-Sitzung, bei der ein sogenannter Kompromissvorschlag, der am Wochenende davor auch im Internet veröffentlicht wurde, debattiert wurde. Es hat sich aber hier noch keine Einigung ergeben. Aber einer der Streitpunkte, der in diesem Kompromissvorschlag aufgegriffen wurde, war unter anderem eben die Anwendung, der Zeitpunkt der ersten Anwendung. Einige Mitgliedstaaten hatten hier darauf hingewiesen, dass es auch aus Gründen der nationalen Gesetzgebungsverfahren im Ergebnis unmöglich sei, die Richtlinie wie ursprünglich geplant in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 so umzusetzen, dass die Regeln ab 2023 in Kraft treten. Schon der Richtlinienkompromissvorschlag, der bei diesem ECOFIN-Meeting debattiert wurde, sah daher eine Verschiebung des Erstanwendungszeitpunkts auf 2024 vor. Im Übrigen verbunden mit einer interessanten Klarstellung für all diejenigen, die ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben. Die Erstanwendung wäre vorgesehen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2023 beginnen. Also das, was man vorher noch nicht wusste, wie verhält sich die Anwendung bei abweichenden Wirtschaftsjahren, wäre in diesem Kompromissvorschlag dahingehend geklärt, dass eben erst Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.23 beginnen, dann in der Anwendung von Säule 2 in der Europäischen Union gewesen wären. Also beim Wirtschaftsjahr vom 1.7. bis 30.6. hätte man nochmal 6 Monate mehr Zeit. Das war einer der Änderungen, die dort drin waren. Zwei weitere Streitpunkte, die bei diesem ECOFIN-Meeting besprochen wurden, war unter anderem, das ist hier auch grafisch so ein bisschen dargestellt, die Verknüpfung mit Säule 1, die sich ja von der Entwicklung her getrennt hat. Ende letzten Jahres hat Säule 2 konkretere Umsetzungsschritte gesehen durch die Model Rules, durch den Richtlinienentwurf. Pillar 1 ist noch nicht so weit, aber das Ganze ist ja ein Zwei-Säulen-Modell und darauf haben einige Mitgliedstaaten hingewiesen. Hier hatte der sah die französische Ratspräsidentschaft ein stärkeres politisches Commitment vor, das Ganze wieder auch zusammenzuführen. Allerdings, aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die die beiden Säulen hier nehmen, ist das natürlich schwierig. Es gibt noch keine Richtlinie zu Säule 1. Es kann auch noch keine Richtlinie zu Säule 1 geben. Das heißt, wie das durch dieses politische Commitment wirklich verbunden wird, das ist noch ein wenig unklar und das ist auch eben nicht so bindend, wie das vielleicht die Mitgliedstaaten gerne hätten. Der dritte Streitpunkt, der dort debattiert wurde, war die verpflichtende
Anwendung von Säule 2 in den Mitgliedstaaten. Anders sieht das ja die OECD vor. Die Model Rules sind ein sogenannter Common Approach. Man muss sie nicht umsetzen, muss aber anerkennen, wenn andere Staaten das tun. Und wenn man sie umsetzt, muss man es in der Form tun, wie die OECD es vorsieht. Nun, hier hätte der Kompromissvorschlag vorgesehen, dass Mitgliedstaaten, in denen wenig multinationale Unternehmen beheimatet sind, für 5 Jahre die Einführung optional haben können. Es gab, wie gesagt, trotzdem keine Einigung, trotz dieser 3 Zugeständnisse, die man den Mitgliedstaaten gemacht hat. Dem Vernehmen nach ist insbesondere die fehlende Verbindung von Pillar 1 und Pillar 2 noch ein weiterer Streitpunkt. In der Zeitleiste sehen Sie es jetzt hier, der 5. April ist der Termin für das nächste ECOFIN-Meeting. Da wird das Ganze dann nochmal debattiert. Man kann allerdings immerhin davon ausgehen, verschoben wird es wahrscheinlich werden, also dahinter zurück wird das Ganze nicht mehr gehen. Was entnimmt man dem Ganzen denn jetzt? Kann man jetzt vom Gas gehen? Ist das Ganze entspannter? Wie geht es denn überhaupt weiter, wenn jetzt keine Einigung erzielt wird? Nun, das ist ein wenig Glaskugel natürlich, aber diejenigen bei uns in der Organisation, die näher dran sind, in Paris und in Brüssel, gehen davon aus, dass selbst wenn am 5.4. keine Einigung erzielt wird, das Ganze allenfalls dann aufgeschoben wird für die weitere Debatte, dass das aber nicht aufgehoben wird. Das heißt, man muss, selbst wenn jetzt eben kurzfristig keine Einigung erzielt wird, wohl immer noch von einem Inkrafttreten 2024 dann in der EU ausgehen. Das heißt, das wird nicht einfach von der Agenda verschwinden. Ob eine Einigung erzielt wird, man wird es sehen, denn diese Verknüpfung Pillar 1, Pillar 2 ist eine relativ schwierige, das so verbindlich hinzubekommen, wie das anscheinend manche Mitgliedstaaten wollen. Aber die sind ganz, ganz klar natürlich in der Minderheit. Also warten Sie das ECOFIN-Meeting ab. Was die Zeitleiste angeht, glaube ich, kann man festhalten, aus einem unmöglichen Projekt ist ein herausforderndes Projekt geworden. Selbst die Einführung 2024 wird viele Organisationen noch vor erhebliche Herausforderungen stellen. Also das, glaube ich, führt zu einer gewissen Entlastung, aber sicherlich nicht zu einer echten Entspannung. Sie können dann, wenn man den Blick etwas weiter streifen lässt, sich auch noch die Frage stellen, was könnten denn noch für Szenarien sein? Wohlgemerkt, Großbritannien ist kein EU-Mitglied mehr und Großbritannien ist in der Umsetzung bereits etwas weiter. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Großbritannien die Regeln 2023 in Kraft setzt, wie ursprünglich geplant. Natürlich wird auch dort, dass hier die Entwicklung in der EU beobachtet und eine Verschiebung auch in Großbritannien ist sicherlich denkbar. Aber durch die Interaktion der verschiedenen Regeln, auf welcher Ebene ich dann eine Regel anwenden muss, wären Szenarien, in denen eine nicht zeitgleiche Inkraftsetzung der Regeln in verbundenen Wirtschaftsräumen erfolgt, nochmal deutlich komplizierter, als es eine zu frühe, aber gleichzeitige Anwendung der Regeln wahrscheinlich wäre. Das heißt, die ganz klare Empfehlung, beschäftigen Sie sich weiter damit, schauen Sie am 5.4., was der ECOFIN sagt, betrachten Sie aber auch die Entwicklung in anderen Ländern, die für Ihre Unternehmen von Relevanz sind. Doch kurz zurück, was ist denn noch passiert neben diesen politischen Entwicklungen? Wir haben einen Kommentar. Wir haben nicht nur einen Kommentar, wir haben auch Beispiele. Die Beispiele, die kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, um sich mit dem Thema noch mehr vertraut zu machen. Die sind relativ instruktiv, die sind auch nicht ganz so lang wie der Kommentar. Beim Kommentar haben Sie 230 Seiten vor der Brust. Bei den Beispielen ist es etwas weniger als 70. Sie können ganz, ganz viel dazu natürlich auch bei uns auf der Internetseite nachlesen, in den Deloitte Tax News. Wir haben eine spezielle Pillar 2 Internetseite. Das ist für Sie dann hier auch wieder auf den Folien verlinkt, wenn Sie sich dort genauer mit dem Thema nochmal beschäftigen wollen. Gut, so viel wie versprochen in aller Kürze zu den Entwicklungen im Zwei-Säulen-Modell. Sie sehen, ich kann Ihnen bereits jetzt versprechen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das im nächsten Quartalswebcast wieder aufgreifen müssen, ist relativ groß. Kommen wir zu einem weiteren Richtlinienentwurf, der allerdings noch nicht so weit gediehen ist wie Pillar 2, auch innerhalb der Europäischen Kommission und natürlich in den gesamten Finanzverwaltungen der Mitgliedstaaten gibt es da Ressourcenknappheit. Ja, also auch dort kann man sich nur mit einem Thema gleichzeitig so richtig beschäftigen. Aber das hier wollten wir Ihnen auch schon mal mit auf den Weg geben, denn auch diese Richtlinie oder momentan noch im Stand eines Richtlinienentwurfs hat es
in sich, was Compliance-Verpflichtungen angeht. Worum geht es? Es geht um die Bekämpfung der missbräuchlichen Nutzung von Briefkastenfirmen. Sie finden diesen Richtlinienentwurf entweder unter dem Schlagwort An-Shell-Richtlinie von Shell-Entity und der Zielsetzung, diese Shell-Entities zu bekämpfen, teilweise aber auch als ATAD-3 bezeichnet in der fachlichen Diskussion. Worum geht's? Es geht darum, Unternehmen, die für steuerliche Zwecke als in der EU ansässig gelten, kritisch zu prüfen, inwieweit hier durch Briefkastenfirmen eventuell Steuervorteile ungerechtfertigterweise in Anspruch genommen werden. Das Ganze wird durch eine Art mehrstufiges Prüfverfahren umgesetzt. Man unterscheidet zunächst sogenannte Reporting Undertakings. Das sind Briefkastenfirmen, vielleicht im weiteren Sinne, wenn man so will. Also Firmen, die jedenfalls potenziell missbräuchlich eingesetzt werden können. Diese Briefkastenfirmen werden anhand bestimmter Kriterien definiert. Und zwar sind das eben Gesellschaften, die Einkünfte aus passiven Einkommen, also Relevant Income, hier also Einkünfte zu mehr als 75%, insbesondere Zinsen, Lizenzgebühren, das Ganze zu mindestens 60% aus grenzüberschreitenden Transaktionen haben oder eben Einkünfte aus Immobilienvermögen, das außerhalb ihres eigentlichen Ansässigkeitsstaats belegen ist, dort das Vermögen eben haben. Gleichzeitig ist Outsourcing von Management hier ein Kriterium in den letzten 2 Jahren, wenn das also in Teilen outgesourced wurde, dann ist das auch ein sogenanntes Gateway-Kriterium. Also wenn bestimmte Unternehmen diese Kriterien erfüllen, sogenannte Gateway-Kriterien, dann werden sie als Reporting Undertakings bezeichnet. Es gibt hiervon noch ein paar Ausnahmen, börsennotierte Unternehmen oder wenn man dort ansässig ist wie die Muttergesellschaft, dann wird das als unproblematisch angesehen. Bestimmte regulierte Unternehmen, die sind selbst dann, wenn sie diese Kriterien erfüllen, nicht als Reporting Undertaking anzusehen. Aber wenn man nicht unter eine solche Ausnahme fällt und diese Kriterien erfüllt, dann muss man bestimmte, wie der Name sagt, Reporting, also Offenlegungsverpflichtungen erfüllen. Diese Offenlegungsverpflichtungen, die treffen dann in jedem Fall ein. Das heißt, ich muss bestimmte Informationen zur tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit, sogenannte Substanzindikatoren, dann jährlich offenlegen. Da geht es um die auch in anderen Zusammenhang bekannten Themen. Habe ich eigene Räumlichkeiten? Habe ich, das ist auch interessant, ein aktives Bankkonto in der EU? Das sollte relativ einfach zu erfüllen sein. Schwieriger und wirklich im Detail anzuschauen sind die Merkmale, die die Geschäftsführung oder Mitarbeiter betreffen. Da wird man insbesondere in Strukturen, bei denen Geschäftsführungspersonal bei mehreren Konzerngesellschaften tätig ist, nochmal ganz genau hinschauen müssen, wie das aufgesetzt ist. Diese Informationen jedenfalls, man muss sie erheben und dann jährlich entsprechend mitteilen und das Ganze wird dann auch automatisch, das ist das Ziel, ausgetauscht zwischen den Mitgliedstaaten. Wenn man das jetzt erfüllt, also wenn man diese Substanzkriterien erfüllt, dann ist man nicht substanzschwach. Also dann wird man als Gesellschaft existent anerkannt. Die einzige Folge dieser ATAD-3 oder An-Shell-Richtlinie wäre dann eben, dass man diese Informationspflichten jährlich erfüllen muss. Wenn man aber dagegen substanzschwach ist, dann, es gibt an jeder Stelle so eine Einzelfallprüfung natürlich auch, aber wenn man substanzschwach ist, dann sind die Konsequenzen relativ drastisch. Doppelbesteuerungsabkommen, EU-Richtlinien werden entzogen. Es gibt keine Ansässigkeitsbescheinigung mehr oder eben nur eine eingeschränkte Ansässigkeitsbescheinigung. Und wenn man sozusagen outbound guckt, also eine deutsche Gesellschaft wäre jetzt an einer solchen substanzschwachen Gesellschaft beteiligt, dann wird durch den gesellschaftlichen Mantel durchgegriffen. Das heißt, das, was man in Deutschland von § 42 Abgabenordnung kennt, die Durchgriffsbesteuerung, man ignoriert die Existenz dieser Gesellschaft und besteuert das Einkommen so, als ob es die Gesellschafter selbst erzielt hätten. Also die Konsequenzen eben, wenn man diese Substanzkriterien nicht erfüllt, sind relativ
drastisch. Das Ganze natürlich versehen mit Strafen und Bußgeldern, wenn entsprechenden Pflichten nicht nachgekommen wird. Umzusetzen wäre das Ganze, wie gesagt, es ist noch im Stadium eines Richtlinienentwurfs bis zum 30.06.23 und dann würde es angewendet ab dem 01.01.24. Also verlieren Sie diesen Richtlinienentwurf nicht außer Augen, wenn Sie sich mit vollem Elan in die Umsetzung von Säule 2 stürzen. Auch hier kommt noch einiges mindestens an Compliance-Verpflichtungen, möglicherweise an nachteiligen Steuerfolgen auf die Unternehmen zu. Und damit, wie versprochen, ein nur sehr kurzer Überblick über das, was auf europäischer, internationaler Ebene passiert ist. Wir kommen damit zur nationalen Gesetzgebung. Ulrike, bitte. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch meinerseits. Ich möchte Ihnen im Folgenden nun einige laufende Gesetzgebungsverfahren vorstellen. Hier ist zum ersten einmal das vierte Corona-Steuerhilfegesetz. Das sieht weitere steuerliche Hilfsmaßnahmen vor für Bürger und Unternehmen bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Es liegt jetzt ein Regierungsentwurf vor aus Februar. Und das Verfahren geht jetzt weiter im April, Stellungnahme des Bundesrates. Und dann im Mai ist die Lesung im Bundestag und die Verabschiedung dann im Juni vorgesehen im Bundesrat. Was gibt es im Einzelnen für Erleichterungen, für Steuererleichterungen? Da ist zum einen ein Pflegebonus vorgesehen, und zwar eine steuerliche Freistellung von Sonderleistungen im Auszahlungszeitraum im Auszahlungszeitraum vom 18. November bis 31. Dezember 2022 bis zu einem Betrag von 3.000 Euro sollen Leistungen des Arbeitgebers dann steuerfrei gestellt werden, soweit diese Zuschüsse eben zusammen mit insgesamt eben halt rückwirkend ist, das anzuwenden für den Veranlagungszeitraum 2021. Dann ist eine Verlängerung der Steuerfreiheit für Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld weiter vorgesehen, eine Verlängerung um 6 Monate bis zum 30. Juni 2022. Die Zuschüsse, soweit sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld dann maximal 80% des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll- und Ist-Entgelt betragen, werden dann steuerfrei gestellt. Die steuerfreien Zuschüsse werden jedoch in den Progressionsvorbehalt einbezogen. Weiterhin ist die Verlängerung der Homeoffice-Pauschale vorgesehen, und zwar die Verlängerung der bis jetzt bestehenden Regelung um ein Jahr bis zum 31.12.2022. Das ist immer dann möglich, dass wenn ein Arbeitnehmer kein steuerlich anzuerkennendes Arbeitszimmer hat oder die Aufwendung nicht geltend machen möchte, dann kann er für jeden Tag, den man von zu Hause aus gearbeitet hat, dann 5 Euro geltend machen, maximal 600 Euro im Jahr. Da hat sich also insgesamt dann nichts dran geändert. Es soll nur eine Verlängerung der bestehenden Regelung geben. Weiter ist vorgesehen, dass die Option zur Nutzung der degressiven Abschreibung verlängert werden soll für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die dann im Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt werden. Die degressive AFA darf maximal das 2,5-fache der linearen Abschreibung betragen und maximal 25%. Sollten gleichfalls die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen vorliegen, so kann eben halt diese degressive Abschreibung daneben, das heißt zusätzlich, in Anspruch genommen werden. Die erweiterte Verlustnutzung, Verlustverrechnungsmöglichkeit soll auch geregelt werden. Es ist ja jetzt schon der Verlustrücktrag von 1 Million auf 10 Millionen und für Zusammenveranlagte von 2 Millionen auf 20 Millionen erhöht worden. Und diese erhöhten Verlustrückträge sollen für die Veranlagungszeiträume 2022 und 2023 verlängert werden.
Also erst ab 2024, das heißt, in den ab dem Veranlagungszeitraum 2024 entstehenden Verluste soll es wieder eine Rückführung der Höchstbeträge auf 1 Million beziehungsweise 2 Millionen Euro geben. Dann soll es grundsätzlich eine Ausweitung des Verlustrücktrags ab dem Verlustentstehungsjahr 2022 geben, und zwar dauerhaft auf 2 Jahre. Bislang war ja nur der Verlustrücktrag in 1 Jahr zurück möglich. Und zur Vermeidung eines übermäßigen Anstiegs des Verwaltungsaufwands soll hierbei zugleich das bislang bestehende Wahlrecht zum Verlustrücktrag eingeschränkt werden. Das bedeutet, auf die Anwendung des Verlustrücktrags kann ab dem Verlustentstehungsjahr 2022 auf Antrag nicht mehr teilweise verzichtet werden. Der Steuerpflichtige soll sich dann nur noch insgesamt gegen die Anwendung des Verlustrücktrags und zugunsten des Verlustvortrags dann entscheiden dürfen. Und die zeitliche Erweiterung des Verlustrücktrags von 1 auf 2 Jahre folgt der bisherigen Systematik. Das heißt, der Rücktrag erfolgt in den unmittelbar vorangegangenen Veranlagungserhebungszeitraum und sollte ein Ausgleich mit den negativen Einkünften in diesem Veranlagungszeitraum nicht oder nicht vollständig möglich sein, erfolgt eben halt der Rücktrag insoweit in den zweiten, dem Verlustentstehungsjahr vorangegangenen Veranlagungszeitraum. Die Regelungen sollen für die Einkommensteuer, aber eben halt auch für die Körperschaftssteuer gelten. Die Investitionsfristen sollen verlängert werden für den Investitionsabzugbetrag nach § 7g Einkommensteuergesetz, die also in 2022 auslaufen, sollen um ein weiteres Jahr verlängert werden. Ebenso soll eine einjährige Verlängerung der steuerlichen Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b Einkommensteuergesetz gelten. Ein Hinweis noch zu den Abgabefristen von Steuererklärungen. Die sollen ebenfalls verlängert werden, und zwar die Abgabefristen für die Steuererklärung der Veranlagungszeiträume 2020 bis 2022. Für das Jahr 2020, sofern die Steuererklärung durch Steuerberater erstellt werden, ist es ja so, dass die Frist jetzt abläuft, also zum 31. Mai 2022, das ist ja gar nicht mehr lange hin, das sind ja nur noch 2 Monate, da läuft die Frist ab für die Abgabe der Steuererklärung 2020, und hier ist eine Fristverlängerung vorgesehen für den 31.08.2022, aber das Gesetzgebungsverfahren wird erst abgeschlossen Anfang Juni, sodass es also hier zu einer Überlappung kommt. Grundsätzlich sollte man das jetzt quasi im Auge behalten. Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass die Fristen nicht verlängert werden, aber grundsätzlich ist eben halt das Gesetzgebungsverfahren erst im Juni abgeschlossen. Dann gibt es noch eine Verlängerung der zinsfreien Karenzzeiten, und zwar für den Veranlagungszeitraum 2020 verlängert sich die zinsfreie Zeit um 6 Monate. Für den Veranlagungszeitraum 2021 verlängert sie sich um 4 Monate, und für 2022 soll sie sich dann noch um 2 Monate verlängern. Es ist ja im letzten Jahr der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes ergangen, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen für alle Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 verfassungswidrig ist. Aber für einen Übergangszeitraum, nämlich bis zum 31.12.2018, soll die bisherige Regelung weiter anwendbar sein. Aber der Gesetzgeber wurde verpflichtet, jetzt bis zum 31.07. diesen Jahres eine neue Regelung zu schaffen, die dann gilt für alle Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 dann rückwirkend. Es liegt jetzt ein Referentenentwurf vor, der besagt, dass geplant ist, die Absenkung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen für die Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 auf 0,15% je Monat. Das sind im Jahr 1,8%. Bis jetzt sind es ja 6% pro Jahr.
Und es soll eine Überprüfung des Zinssatzes auf Angemessenheit zukünftig stattfinden, und zwar alle 3 Jahre ab dem 01.01.2026. Die Vertrauensschutzregelung gemäß 176 Abgabenordnung soll für bereits festgesetzte Erstattungszinsen Anwendung finden. Das war also in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts offen geblieben. Da stand eben halt nur drin, dass das Gericht, dass die Finanzverwaltung und die Gemeinden sich bei Erstattungszinsen prüfen müssen, ob die Vertrauensschutzregelung greift. Also hier in dem Referentenentwurf ist der Satz enthalten, dass die Vertrauensschutzregelung Anwendung finden soll. Das heißt, bei den Erstattungszinsen bleibt es dann eben halt bei den bisherigen 6% in der Vergangenheit. Keine Anwendung findet die Regelung, also der Zinssatz auf andere Zinsen, also insbesondere Stundungs-, Hinterziehungsprozess- und Aussetzungszinsen. Da bleibt es also bei den 6%. Weiterhin wurde die Festsetzungsfrist für die Zinsen auf 2 Jahre verlängert. Das hat natürlich auch die Herabsetzung des Zinssatzes in der AO hat natürlich auch Auswirkungen auf die Berechnung von Zinsrückstellungen im Rahmen von Jahresabschlüssen nach HGB und IFRS. Und da ist gemäß dem Fachausschuss Unternehmensberichterstattung des IDW ist der also im Referentenentwurf enthaltene Zinssatz von 1,8% pro Jahr jetzt zu berücksichtigen. Ja, damit würde ich übergeben an meinen Kollegen. Ach nee, ich habe noch ein neues Entlastungsgesetz. Gibt es noch? Genau, das Steuerentlastungsgesetz 2022, das möchte ich Ihnen noch vorstellen. Das enthält steuerliche Maßnahmen, insbesondere zur Entlastung der Bevölkerung als Reaktion auf die aktuellen Preiserhöhungen, insbesondere im Energiebereich. Da liegt ein Regierungsentwurf jetzt aus März vor, der die Anhebung des Grundfreibetrags um 363 Euro vorsieht, rückwirkend zum 01.01.2022. Und der bisher in 2022 schon vorgenommene Lohnsteuerabzug wäre zu korrigieren, soweit es dem Arbeitgeber wirtschaftlich zumutbar ist. Und die Entfernungspauschale soll vorgezogen werden. Es soll jetzt ab dem 21. Kilometer soll die Entfernungspauschale um 3 Cent auf 38 Cent rückwirkend zum 01.01.2022 bereits angehoben werden. Und das soll auch gelten dann für die Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung. Weiterhin ist noch eine Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetrages um 200 Euro auf 1200 Euro rückwirkend zum 01.01.2022 vorgesehen. Und das soll ebenfalls rückwirkend Berücksichtigung finden beim Lohnsteuerabzug für das Jahr 2022. Damit wäre ich mit den laufenden Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen und würde jetzt übergeben an meinen Kollegen Georg, der Sie zu Rechtsprechung informiert. Ja, vielen Dank, Ulrike. Herzlich willkommen auch von mir. Wir beginnen mit einem BfH-Beschluss zu verfassungsrechtlichen Zweifeln an der Höhe von Säumniszuschlägen. Säumniszuschläge sind in 240 AO geregelt und betragen 1% pro Monat, also das Doppelte der inzwischen verfassungswidrigen Vollverzinsung von Steuern. Der BfH hat die Vollziehung eines Abrechnungsbescheids in Höhe von 50% aufgehoben, weil verfassungsrechtliche Zweifel gegenüber der Höhe der Säumniszuschläge bestehen, zumindest insoweit, als ihnen eine Zinsfunktion zukommt. Die Kollegin hat ja eben schon an den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8.7.21 zur Verfassungswidrigkeit der Vollverzinsung erinnert und auch den Gesetzesentwurf zur Absenkung des Zinssatzes vorgestellt. Der hier behandelte Beschluss vom 26.05. ist also vor dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ergangen und konnte diesen deshalb nicht berücksichtigen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungswidrigkeit der Höhe der Zinsen nach 233a AO unter anderem damit begründet, dass der Steuerpflichtige den Zinsen nicht entgehen könne. Das ist bei Säumniszuschlägen nicht so. Da hat es der Steuerpflichtige hingegen ja selber in der Hand,
genauso wie bei Stundungs-, Hinterziehungs-, Prozess- und Aussetzungszinsen, die ja auch allesamt nicht Gegenstand des Gesetzesentwurfs zur Absenkung des Zinssatzes sind. Es ist daher für Zeiträume ab 2019 fraglich, ob Säumniszuschläge verfassungswidrig zu hoch sind. Natürlich sollte man sich dennoch vorbehalten oder in Erwägung ziehen, entsprechende Einsprüche zu machen und ADV-Anträge zu stellen. Weiter geht's mit einem Urteil zur Nachveräußerungssperre bei Abspaltungen. Für Spaltungsfälle verweist das Umwandlungssteuergesetz grundsätzlich auf die Regelungen zur Vollverschmelzung. Allerdings gibt es für die Buchwertfortführung zusätzliche Voraussetzungen. Dazu gehören insbesondere die Regelungen zur Nachveräußerungssperre. Die gesetzlichen Regelungen zur Nachveräußerungssperre sehen Sie im Kasten rechts oben. Nach 15 Absatz 2 Satz 3 kommt eine Buchwertfortführung nicht zur Anwendung, wenn durch die Spaltung die Voraussetzungen für eine Veräußerung geschaffen werden. Nach Satz 4 ist davon auszugehen, wenn innerhalb von 5 Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag Anteile übertragen werden, die mehr als 20% des ursprünglichen Vermögens ausmachen. Im vorliegenden Fall kam es innerhalb von 5 Jahren zu einer Veräußerung, aber die 20%-Grenze war nicht überschritten. Finanzamt und Finanzgericht haben dennoch die Buchwertfortführung versagt mit der Begründung, dass Satz 3 einen eigenen Anwendungsbereich hat und im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für eine Veräußerung geschaffen wurden. Bei Satz 4 würde es sich nur um ein Beispiel handeln. Der BfH hat dies abgelehnt und sich damit der überwiegenden Literaturmeinung angeschlossen. Der Wortlaut "davon ist auszugehen, wenn" legt nahe, dass Satz 3 keinen eigenen Anwendungsbereich hat. Wenn der Gesetzgeber nur ein Beispiel hätte nennen wollen, hätte er die Worte "insbesondere" oder "etwa" einfügen können. Damit gibt es jetzt eine klarstellende höchstrichterliche Rechtsprechung, dass die Sätze 3 und 4 eine einheitliche Regelung bilden. Das nächste Urteil behandelt den Zufluss von Einkünften aus Kapitalvermögen bei gespaltenen bzw. inkongruenten Gewinnausschüttungen. Grundsätzlich sind inkongruente Gewinnausschüttungen nach ständiger BfH-Rechtsprechung anzuerkennen, wenn sie nach der Satzung der GmbH möglich sind und die Gesellschafter einen wirksamen Beschluss fassen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu mit BMF-Schreiben aus 2013 auch grundsätzlich angeschlossen. Jetzt hat sich der BfH mit der Fragestellung befasst, ob die Gewinnanteile eines beherrschenden Gesellschaftergeschäftsführers diesem bereits mit dem Beschluss über die Einstellung in eine personenbezogene Rücklage zugeflossen sind. Im Streitfall wurden die Gewinnanteile an die Minderheitsgesellschafter ausgeschüttet. Der Gewinnanteil des beherrschenden Mehrheitsgesellschafters wurde in eine personenbezogene Gewinnrücklage im Eigenkapital thesauriert. Um Beträge aus dieser personengebundenen Rücklage ausschütten zu können, benötigte man einen erneuten Ausschüttungsbeschluss mit einfacher Stimmenmehrheit. Der BfH kommt zum Ergebnis, dass mangels einer Gewinnausschüttung keine Einkünfte aus Kapitalvermögen zugeflossen sind, denn es ist kein konkreter Auszahlungsanspruch entstanden. Der entsteht erst mit erneutem Gewinnausschüttungsbeschluss, und da ein solcher nicht gefasst wurde, hat der beherrschende Gesellschafter auch keine Forderung erlangt, die er aufgrund seiner beherrschenden Stellung dann jederzeit hätte realisieren können. Trotz der Stellung als beherrschender Gesellschafter kann man sich der Realisierung einer Gewinnrücklage nicht sicher sein. Zum Beispiel im Verlustfall könnte die Ausschüttung aus der Gewinnrücklage in voller Höhe unmöglich werden und ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne von 42 AO liegt auch nicht vor, da die Thesaurierung in der Gewinnrücklage der Selbstfinanzierung der Gesellschaft dient und daher einen wirtschaftlichen Grund darstellt. Weiter geht's mit einem Urteil zur Betriebsaufspaltung. Eine Betriebsaufspaltung liegt vor bei personeller und sachlicher Verflechtung eines gewerblichen Betriebsunternehmens mit einem Besitzunternehmen. Die sachliche Verflechtung liegt vor, wenn dem Betriebsunternehmen eine wesentliche Betriebsgrundlage überlassen wird, im Regelfall Grundstücke. Die personelle Verflechtung liegt vor, wenn hinter Besitz und Betriebsunternehmen ein einheitlicher geschäftlicher Betätigungswille besteht, also wenn die gleiche Gruppe ihren Willen in beiden Unternehmen durchsetzen kann. Hier war die gleiche Personengruppe teils mittelbar, teils unmittelbar
an der Besitz- und der Betriebs-KG beteiligt. Zur Geschäftsführung in den KGs waren nur jeweils die 0% beteiligten Komplementär-GmbHs berechtigt. Der vierte Senat des BFH ändert seine Rechtsprechung und kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen der KKG als Besitzunternehmen und der MKG als Betriebsunternehmen eine Betriebsaufspaltung bestanden hat. Das war hier insofern relevant, als dass in diesem Fall dem Besitzunternehmen die erweiterte gewerbesteuerliche Grundstückskürzung versagt wird. Die sachliche Verflechtung durch die Grundstücksüberlassung war unstreitig. Anders war es mit der personellen Verflechtung durch Beherrschungsidentität. Bereits nach der bisherigen BFH-Rechtsprechung kann die Herrschaft über das Betriebsunternehmen, also die MKG, auch mittelbar über eine Kapitalgesellschaft ausgeübt und damit eine personelle Verflechtung begründet werden. Allerdings konnte nach bisheriger Rechtsprechung eine mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft am Besitzunternehmen, also der KKG, keine Beherrschung und damit personelle Verflechtung begründen. Die BV GmbH, obwohl sie zu 0% beteiligt ist und dieselbe Personengruppe als Gesellschafter hat wie die KKG, hatte nach bisheriger Rechtsprechung hinsichtlich der Beherrschungsidentität eine Abschirmwirkung, das sogenannte Durchgriffsverbot. Nach geänderter Auffassung des vierten Senats ist daran nicht mehr festzuhalten, wenn das Besitzunternehmen, so wie hier im Fall, eine Personengesellschaft ist. Bei einer Vermietung zwischen Schwesterkapitalgesellschaften hatte der erste Senat des BFH eine kapitalistische Betriebsaufspaltung bisher verneint und sieht durch die Rechtsprechungsänderung des vierten Senats grundsätzlich keine Divergenz zu seiner bisherigen Rechtsprechung. Der vierte Senat lässt offen, wie er im Falle einer Besitzkapitalgesellschaft entscheiden würde, sieht aber jedenfalls für den hier entschiedenen Fall der Besitzpersonengesellschaft keine Abschirmwirkung mehr. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, ob sich eine weitere Rechtsprechungsänderung auch für Besitzkapitalgesellschaften abzeichnen könnte, denn die Auffassungen des ersten und vierten Senats sind gegebenenfalls nicht miteinander kompatibel. Hier im Urteilsfall war es noch relativ einfach, weil die BV GmbH ja zu 0% vermögensmäßig beteiligt war. Ansonsten ist aber meines Erachtens nicht erkennbar, warum bei einer Kapitalgesellschaft als Besitzgesellschaft der Durchgriff nicht möglich sein soll, wie der erste Senat sagt, aber zum Beispiel bei einer Besitzpersonengesellschaft, die zu 100% von einer Kapitalgesellschaft gehalten wird, der Durchgriff auf einmal möglich sein soll. Auf alle Fälle sollte man sich die Entwicklung im Auge behalten, wenn man die erweiterte gewerbesteuerliche Grundstückskürzung bei der Vermietung an nahestehende Personen in Anspruch nimmt. Wir machen weiter mit einem Beschluss zur Gewährung von ADV hinsichtlich einer möglichen Entstrickungsbesteuerung bei personallosen Betriebsstätten. Eine inländische KG betreibt seit 2011 auf gepachteten Grund und Boden einen Windpark und verfügt weder in Deutschland noch in Dänemark über eigene Mitarbeiter. Die Betriebsführung erfolgt aufgrund von Serviceverträgen über deutsche Servicegesellschaften. Mit Wirkung zum 01.01.13 wurde § 1 AStG in den Absätzen 4 und 5 neu gefasst und um einen Absatz 6 ergänzt. Dadurch wurde der Authorized OECD Approach ins deutsche Steuerrecht eingeführt. Nachdem soll die Betriebsstätte einem rechtlich selbstständigen Unternehmen gleichgestellt werden, zur Aufteilung des Gewinns zwischen dem Stammhaus und der Betriebsstätte. Das Finanzamt ging für das Jahr 2013 davon aus, dass aufgrund der Gesetzesänderungen und Ergänzungen alle Vermögensgegenstände abweichend von den Vorjahren Personalfunktion und da es in Deutschland Leitungsbetriebsstätte in Dänemark zuzuordnen und eine fiktive Entnahme nach 4 Absatz 1 Satz 3 und 4 ESTG zu versteuern. Über Einsprüche wurde nicht entschieden, ADV wurde abgelehnt und der BFH kommt zum Ergebnis, dass eine ADV zu gewähren ist, da ernstlich zweifelhaft ist, ob die Wirtschaftsgüter der Geschäftsleitungsbetriebsstätte in Dänemark zuzuordnen sind. Nach Ansicht des BFHs waren die Wirtschaftsgüter des Windparks bis 2012 zutreffend nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit der inländischen Betriebsstätte zugeordnet, dass sich dann durch die Umsetzung des AOA in 2013 irgendwas geändert hat,
ist ernstlich zweifelhaft. Er hat sich insoweit der Literaturauffassung angeschlossen, dass die Entstrickungsvorschriften eine Zuordnung nach Personalfunktionen grundsätzlich nicht kennen und dem Wortlaut des 1 Absatz 5 Satz 3 AStG lässt sich bei einer summarischen Prüfung im Rahmen eines ADV-Antrags auch nicht entnehmen, dass es eine Ausstrahlwirkung auf die Gewinnermittlungsvorschrift 4 ESTG gibt. Außerdem ist es nach Auffassung des BfH ernstlich zweifelhaft, ob diese Grundsätze zur Zuordnung von Wirtschaftsgütern nach der Personalfunktion überhaupt bei personallosen Betriebsstätten anwendbar sind. Es erscheint nicht ausgeschlossen, auch eine nutzungsbezogene Zuordnung vorzunehmen, insbesondere wenn es sich um die Wirtschaftsgüter handelt, die die inländische Betriebsstätte begründen. Damit wäre ich am Ende. Christoph, du bist dran. Ja, vielen Dank, Georg. Es bleibt auch hier bei der Umsatzsteuer dänisch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren aus Hamburg. Wie ja gerade schon angekündigt, es geht jetzt in den Bereich der Umsatzsteuer über. Der EuGH war sehr aktiv in den letzten Monaten. Er hat sehr, sehr viele Entscheidungen gefällt. Wir haben mal zwei spannende Entscheidungen mit wirklich großen Auswirkungen oder die zumindest wirklich sehr große Auswirkungen haben können, rausgesucht und die sehen wir uns jetzt mal näher an. Die erste Entscheidung ist das Urteil vom 20. Januar 2022 in der Rechtssache Abcoa Parking Danmark. Es geht in der Entscheidung um die Frage nicht steuerbarer Schadensersatz oder steuerpflichtiges Entgelt. Abcoa, das werden die meisten von Ihnen kennen, die betreiben Parkplätze auf Privatgrundstücken im Einvernehmen mit deren Eigentümern. Abcoa legt die Bedingungen für die Nutzung der Parkplätze fest und erhebt bei Verstößen eine Kontrollgebühr von ca. 70 Euro. Auf die Erhebung und die Höhe der Kontrollgebühr und den Katalog der vertragswidrigen Nutzung wird auf Schildern, die an den Einfahrten zu den Parkplätzen stehen, separat hingewiesen. Vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen konkreter, den Fall. Wer das hier verfolgt, weiß, wir machen Beispiele immer, oder ich zumindest immer am Beispiel, am Maßstab der legendären YoPower GmbH. Die hat nämlich einen Parkplatz, die haben festgestellt, sie haben einen gewissen Grad an Publikumsverkehr und sie möchten da ein gewisses Entgelt erheben. Man kann eben für 2 Euro die Stunde auf dem Parkplatz dann 2 Stunden stehen. Dafür ist Abcoa mit dem Betrieb beauftragt und wird man eben länger, da bleibt man eben länger stehen oder wird diese Parkzeit überschritten, wird die Kontrollgebühr von 70 Euro fällig. Wie ist diese Kontrollgebühr nun umsatzsteuerlich zu qualifizieren? Man würde jetzt ja erstmal sagen, es liegt eine Vertragsstrafe vor. Ich parke auf einem Parkplatz, auf dem ich 2 Stunden parken darf. Durch das Abstellen meines Fahrzeugs schließe ich mit Abcoa einen Vertrag und akzeptiere eben entsprechend die Nutzungsbedingungen. Dann bleibe ich länger stehen, die Kontrollgebühr wird fällig und der Parkplatz, weil ich den Parkplatz eben über die eigentliche Nutzungsdauer hinaus nutze. Schaut man in den Umsatzsteueranwendungserlass, gelten Vertragsstrafen als Schadensersatz und zwar als sogenannter echter Schadensersatz. Das ist ganz wichtig, denn nur der unterliegt nämlich nicht der Umsatzsteuer. Jetzt kommt der EuGH und sagt, das sehe ich aber anders. Der EuGH sagt nämlich, dass die zusätzlich zum Parkentgelt von Abcoa erhobenen Gebühren Teil der Gegenleistung sind, nämlich der Möglichkeit, das Auto abzustellen. Der Kunde akzeptiert die Möglichkeit der etwaigen Kontrollgebühr. Jetzt bedarf es für die Annahme eines Leistungsaustauschs eben immer eines Zusammenhangs zwischen Leistung und Gegenleistung bzw. Gegenwert. Und dieser unmittelbare Zusammenhang liegt eben auch dann vor, wenn die Leistung nur unter der Bedingung erbracht wird, dass auch eine andere Leistung erbracht wird. Das gelte eben auch dann, wenn sich die Leistungen wirklich nur bedingen. Im Ergebnis kommt der EuGH dazu, dass die Kontrollgebühren Teil des Leistungsaustauschs sind und damit der Umsatzsteuer unterliegen. Bisher geht die deutsche Finanzverwaltung ja davon aus, dass Vertragsstrafen als Schadensersatz anzusehen sind und nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Dazu sieht die Finanzverwaltung eben auch das erhöhte Beförderungsentgelt beim Schwarzfahren oder eben auch den Minderwertausgleich beim Leasing. Das wird beides als nicht steuerbar angesehen. Hier gibt es natürlich auch noch, gibt noch eine Reihe weiterer Fälle, die grundsätzlich in dieses Schema passen würden. Schaut man sich aber die Maßstäbe einmal jetzt an, die der EuGH ansetzt, dann ist doch zu erwarten, dass die bisherige deutsche Sichtweise doch wohl nochmal zu überdenken wird und das wahrscheinlich auch in relativ naher Zukunft passieren wird.
Kommen wir zu einem weiteren Urteil des EuGH auf der nächsten Folie. Hier geht es tatsächlich auch mal um ein deutsches Verfahren, wieder ein Verfahren des Finanzgerichts Hamburg, nämlich um die Rechtssache Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136. Hier ging es um die Frage, wann entsteht eigentlich das Recht auf Vorsteuerabzug beim Leistungsbezug von einem Ist-Versteuerer? Vielleicht einmal schnell zum Hintergrund. In der Umsatzsteuer gibt es ja einmal den Ist-Versteuerer und einmal den Soll-Versteuerer. Da geht es in erster Linie um die Ausgangsseite von Umsätzen. Der Soll-Versteuerer, das ist der Standardfall, denn die Steuer entsteht ja immer mit Ausführung der Leistung, unabhängig davon, ob eine Rechnung gestellt wird oder ob auch schon gezahlt wird. Und dann gibt es eben einen relativ überschaubaren Kreis an Steuerpflichtigen, die von der Möglichkeit der Ist-Versteuerung Gebrauch machen. Beim Ist-Versteuerer entsteht die Steuer eben erst mit Vereinnahmung des Entgelts. Der wird also cashflow-mäßig etwas besser gestellt. So, nun geht es aber um den Vorsteuer, nämlich um die Eingangsseite. Nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Umsatzsteuergesetzes entsteht das Recht zum Vorsteuerabzug mit dem Bezug der Leistung und nicht. Super. Also der Leistungsempfänger, der kann die Vorsteuer abziehen, selbst wenn er die Leistung zum Beispiel aufgrund einer Stundungsvereinbarung noch nicht bezahlt hat. Für den Vorsteuerabzug ist es immer unbeachtlich, ob es sich bei dem vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmer um einen Ist- oder Sollversteuerer handelt. Es gibt zwar nach Artikel 167 der Systemrichtlinie die generelle Möglichkeit, dass der Gesetzgeber den Vorsteueranspruch bei Ist-Versteuerern von der Entrichtung des Entgelts abhängig machen kann. Das hat der deutsche Gesetzgeber aber eben gerade nicht getan. Wir gehen jetzt noch mal so ein bisschen ans Eingemachte, da die Klägerin war hier eine GbR, die ein gemietetes Gewerbegrundstück weitervermietete. Sowohl die Klägerin als auch die Vermieterin optierten beide zur Umsatzsteuer und beide berechneten die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten. Sind also beide Ist-Versteuerer und die Mietzahlungen wurden der Klägerin teilweise gestundet. Die Vorsteueransprüche machte die Klägerin jeweils in dem Besteuerungszeitraum geltend, in dem die Zahlung erfolgte. Die Finanzverwaltung versagte der Klägerin den Vorsteuerabzug eben genau mit der Begründung, dass der Vorsteuerabzug im falschen Zeitraum vorgenommen worden sei. Das Recht auf Vorsteuerabzug sei nämlich bereits mit der monatsweisen Überlassung des Grundstücks entstanden. Aufgrund des Eintritts der Festsetzungsverjährung sei die Vorsteuer in Änderungsbescheiden nicht zu berücksichtigen. Und dagegen wandte sich die Klägerin. Und das Finanzgericht Hamburg legte dann dem EuGH die Frage vor, ob das Unionsrecht einer nationalen Vorschrift entgegensteht, wonach das Recht auf Vorsteuerabzug auch dann im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes entsteht, wenn der Steueranspruch gegen den Leistenden erst mit der Vereinnahmung des Entgelts entsteht. Und jetzt kommt eben der EuGH und sagt, Achtung, Freunde, Regelungen, die den Vorsteuerabzug zulassen, wenn für die Ausgangsleistung der Steueranspruch noch gar nicht fällig ist, die sind unionsrechtswidrig. Und das ist jetzt wirklich der totale Knaller eigentlich bei dieser Entscheidung, denn das betrifft ja nicht nur, und jetzt sage ich mal, ist mal bewusst überspitzt, eine Handvoll Ist-Versteuerer, das betrifft ja wirklich alle Unternehmer, die von Ist-Versteuerern potenziell Leistungen beziehen können. Und ich glaube, ich versuche jetzt mich mal hier im Gedanken lesen und Sie fragen sich doch jetzt, woran erkenne ich denn nun oder woher weiß denn nun unsere Jopower GmbH, dass sie eine Leistung von einem Ist-Versteuerer bezieht? Die Systemrichtlinie sieht zwar grundsätzlich eine entsprechende Hinweispflicht auf Rechnungen vor, aber auch eine solche Regelung hat der deutsche Gesetzgeber in das deutsche Umsatzsteuergesetz nicht übernommen. Es ist aber in jedem Fall damit zu rechnen, dass hier auch der Gesetzgeber kurzfristig Anpassungen vornehmen wird und es wird das wird eben wirklich auch sehr schnell passieren. Wichtig für Unternehmen wird sein, dass dann eben auch die Systeme so eingestellt werden, dass bei Leistung von Ist-Versteuerern der Vorsteuerabzug erst im Zeitpunkt der Zahlung vorgenommen wird. Werfen wir noch schnell einen Blick auf die letzte Folie, das machen wir ganz schnell, um auch die verlorene Zeit hier vielleicht wieder aufzuholen. Hier geht es jetzt um ein BMF-Schreiben. Die Finanzverwaltung hat sich kürzlich mal zu der Privatnutzung von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie Fahrrädern geäußert. Da ist hier das BMF-Schreiben vom 7. Februar 2022. Da muss man wirklich sagen, das ist kein besonders großer Wurf des BMF. Deshalb möchte ich wirklich auch eigentlich nur einmal kurz darauf hinweisen, dass es dieses Schreiben gibt. Sie haben das dann zumindest schon mal gehört und es gibt so ein gewisses Maß jetzt an Rechtssicherheit, weil ja die Umsatzsteuer in diesem Zusammenhang immer sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Es ist in jedem Fall zu begrüßen, dass jetzt die 1%-Regelung flächendeckend auch für alle Arten von Fahrrädern angewendet wird.
die durch Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und die anderen ertragsteuerlichen Vergünstigungen eben wirklich auch ausdrücklich keine Anwendung finden. Das war ja immer noch so ein gewisser Diskussionspunkt. Umsatzsteuer und Lohnsteuer laufen eben hier leider nicht im Einklang. Das verstärkt so ein bisschen die Fehleranfälligkeit und das BMF weist auch noch ausdrücklich darauf hin, dass die Auswirkungen aus der Rechtssache QM, von dem EuGH-Urteil, das hatten wir ja auch schon mal besprochen im letzten Jahr, für die Anwendung in diesem Zusammenhang noch diskutiert wird. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit schon mal bedanken und ich übergebe noch einmal an Ulrike, die auch noch ein paar BMF-Schreiben aus dem Bereich der Ertragssteuern hat. Ja, danke Christoph. Ja, ich möchte Ihnen zum Schluss noch zwei Schreiben der Finanzverwaltung vorstellen. Wir haben hier zum einen ein Schreiben aus Januar diesen Jahres. Es beschäftigt sich mit Anwendungsfragen zur Lizenzschranke und zur Liste schädlicher Präferenzregelungen. Die Lizenzschranke ist ja im § 4j Einkommensteuergesetz verankert. Danach gibt es keinen oder auch nur einen begrenzten Betriebsausgabenabzug für Aufwendungen für Rechteüberlassungen, wenn die Einnahmen bei dem Gläubiger auf Gläubigerseite einer von der Regelbesteuerung abweichenden niedrigeren Besteuerung unterliegen, sogenannte Präferenzregelung, und wenn der Gläubiger eine dem Schuldner nahestehende Person im Sinne des ASTG ist. Typischer Anwendungsfall sind eben halt Lizenzen, die die inländische Tochtergesellschaft an eine ausländische Konzernmutter zu zahlen hat für die Überlassung von Know-how. Eine Ausnahme gibt es vom Abzugsverbot oder von der Abzugsbeschränkung, wenn die Präferenzregelung dem Nexus-Ansatz der OECD entspricht. Die OECD hatte vor einiger Zeit die Kriterien aufgestellt, welche der Lizenzgläubiger erfüllen muss, damit die Inanspruchnahme der Präferenzregelung durch den Lizenzgläubiger für den Betriebsausgabenabzug auf Seiten des Lizenzschuldners nicht steuerschädlich ist. Und das BMF-Schreiben befasst sich nun mit der Präferenzregelung. Wann liegt eine Präferenzregelung vor? Sie liegt dann vor, wenn die Einnahmen auf Gläubigerseite einer von der Regelbesteuerung abweichenden Besteuerung unterliegen. Das heißt, die Lizenzeinnahmen im Empfängerland steuerlich begünstigt oder gar nicht versteuert werden. Und die Ertragsbesteuerung weniger als 25% beträgt, wobei es auf die tatsächlich erhobene und abgeführte Steuer ankommt. Die weiteren Regelungen, die in dem BMF-Schreiben enthalten sind, beschäftigen sich mit der Beweislastverteilung. Die Beweislastverteilung betrifft einmal die Seite des Steuerpflichtigen. Der hat die Höhe und die betriebliche Veranlassung der Lizenzaufwendungen nachzuweisen und hat auch erhöhte Mitwirkungspflichten, insbesondere weil es ja auch hier um Auslandssachverhalte geht. Es ist so, dass die lizenzzahlende Gesellschaft, die muss halt nachweisen, anhand von Unterlagen, dass die Lizenzeinnahmen in der Buchhaltung des Lizenzgläubigers erfasst wurden und in voller Höhe der Besteuerung unterlegen haben, kein ermäßigter Steuersatz oder eine Steuerbefreiung Anwendung findet. Wenn eine sogenannte Präferenzregelung Anwendung findet, dass eine begünstigte Besteuerung auf Seiten des Lizenzgläubigers stattfindet, dann muss die lizenzzahlende Gesellschaft nachweisen, dass diese Präferenzregelung dem Nexus-Ansatz entspricht. Ein weiteres BMF-Schreiben hat sich damit befasst, welche Präferenzregelungen, also welche steuerliche Begünstigungen auf Seiten des Lizenzgläubigers im Ausland steuerschädlich sind für den inländischen Betriebsausgabenabzug. Da sind also einige Länder genannt in diesem Schreiben. Es gibt hier eine Liste. Das betrifft Präferenzregelungen für den Erhebungszeitraum, für die Veranlagungszeiträume 2018 bis 2019. Die Mitgliedstaaten der OECD, die hatten sich verpflichtet, steuerschädliche Präferenzregelungen bis zum 30.06.2021 abzuschaffen oder nexuskonform zu gestalten. Es gibt auch einige Länder, wo eben halt die Prüfung durch die OECD noch nicht stattgefunden hat.
Das ist zum Beispiel, die USA. Und immer dann, wenn eben halt eine Präferenzregelung noch nicht geprüft wurde vom Forum der OECD, dann muss im Rahmen des Besteuerungsverfahrens hier im Inland geprüft werden, ob aufgrund der Regelungen, aufgrund der in Anspruch genommenen Präferenzregelungen im Ausland, hier der Betriebsausgabenabzug für die Lizenzaufwendungen beschränkt wird. Ein nächstes BMF-Schreiben beschäftigt sich noch einmal mit der Nutzungsdauer von Computer und Computer-Hardware und Software. Es gab im letzten Jahr ein Schreiben der Finanzverwaltung, wonach eben halt die bislang geltende dreijährige bzw. fünfjährige Nutzungsdauer reduziert wurde auf ein Jahr. Also es gab die Möglichkeit der 100-prozentigen Abschreibung von begünstigten Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung oder Herstellung ab 2021. Oder es konnte der noch bestehende Restbuchwert voll abgeschrieben werden für Wirtschaftsgüter, die begünstigt sind und die schon in früheren Jahren angeschafft oder hergestellt worden sind. Die Finanzverwaltung hat jetzt im Februar ein neues Schreiben diesbezüglich herausgegeben, was Klarheit bringen sollte. Was man bis jetzt schon an der Reaktion in der Fachliteratur sieht, was doch nicht die gewünschte Klarheit gebracht hat. Die Finanzverwaltung stellt in diesem Schreiben fest, dass diese Regelung der Vollabschreibung, dass es sich dabei nicht um eine besondere Form der Abschreibung handelt, auch nicht um eine neue Abschreibungsmethode, keine Sofortabschreibung, und dass diese Abschreibung auch kein Wahlrecht im Sinne des Paragraphen 5 Absatz 1 Einkommensteuergesetz darstellt. Denn wenn es sich um ein diesbezügliches steuerrechtliches Wahlrecht handeln sollte, dann wären eben halt die Wirtschaftsgüter in ein besonderes laufendes Verzeichnis aufzunehmen, um das steuerliche Wahlrecht in Anspruch nehmen zu können. Also insofern wird man wieder ein bisschen alleine gelassen mit der Frage, um was handelt es sich dann hier? Ist es eine fiktive Verkürzung der Nutzungsdauer nur auf ein Jahr? Es ist auch offen das Verhältnis zur Handelsbilanz. Das ist jetzt einmal schon diskutiert worden im EDW. Der EDW hat sich letzten Freitag mit einer Eingabe an das Bundesministerium der Finanzen dahingehend geäußert, dass die Zugrundelegung einer fiktiven Nutzungsdauer von einem Jahr nicht per se in der Handelsbilanz nachvollzogen werden kann. Die Nutzungsdauer von Wirtschaftsgütern muss sich auf Basis der tatsächlichen Verhältnisse im Betrieb des Steuerpflichtigen rechtfertigen lassen. Also insofern gibt es hier auch im Handelsrecht wieder Diskussionsbedarf, wie man mit dieser recht gut gemeinten Regelung umgeht, die aber, wie gesagt, in der Praxis doch zu erheblichen Fragen geführt hat, insbesondere auch noch die bestehende Rechtsunsicherheit aufgrund der fehlenden gesetzlichen Verankerung. Es handelt sich um ein BMF-Schreiben, was eben halt auch keine Bindungswirkung für die Judikative entfaltet. Insofern bleibt hier die weitere Entwicklung abzuwarten. Vielleicht gibt es ja ein drittes BMF-Schreiben hierzu, was dann vielleicht die endgültige Klarheit bringt. Das bleibt abzuwarten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich übergebe für das Schlusswort an Alexander Ling. Ja, danke, Ulrike. Fragen, glaube ich, hatten wir eine zur Technik. Es tut mir leid für die kleinen technischen Schwierigkeiten. Ansonsten gilt natürlich, bei Fragen wenden Sie sich an Ihre bekannten Ansprechpartner bei uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, Sie haben in den Folien, in den Fußzeilen den Link auf die Deloitte Tax News. Wir haben die Quartalswebcast, ich sage das auch zu diesem hier, aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen finden Sie auch dann online. Neben dem Quartalswebcast haben wir auch welche über indirekte Steuern und Verrechnungspreise, die ich Ihnen dann bei Interesse gerne ans Herz legen möchte. Genauso wie ich Ihnen, wenn Sie sich jetzt ausloggen, gerne ans Herz legen möchte, die Feedback-Fragen zu beantworten, die Sie dann von dem Zoom-Programm gestellt bekommen. Wir sind immer daran interessiert, unsere Veranstaltung noch besser zu machen. Deswegen vielen Dank, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen, die Fragen dort zu beantworten. Ansonsten würde ich mich freuen, Sie auch in 3 Monaten wieder gesund zum nächsten Quartalswebcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine schöne Zeit. Vielen Dank.